Heute, in diesem Video, werde ich versuchen, in die Season 1 zurückzukehren und ich werde mir die OG-Skins wie den Recon Expert und den Ghoul Trooper im Itemshop von der Season 1 kaufen. Ich kann euch sagen, es hat etwas Krasses geklappt, was euch alle überraschen wird, was ihr alle nicht glauben könnt. Deswegen schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Oh mein Gott, es hat geklappt. Ich bin in der Fortnite Season 1. Leute, lasst jetzt innerhalb von den nächsten 5 Sekunden einen Like da, wenn ihr wollt, dass die Pumpgun in Fortnite Battle Royale zurückkehrt. 5, 4, 3, 2, 1. Und Leute, falls ihr mal Bock habt, auf einem Fortnite Season 1 OG-Account zu spielen, egal mit welchen Skins, egal ob Recon Expert, Renegade Raider, Ghoul Trooper, OG Skull Trooper, Early Soul Trooper, Schwarze Ritter oder was auch immer, schreibt mir bitte jetzt euren Lieblingsskin in die Kommentare. Und wenn ihr sozusagen einen Account von mir ausleihen wollt, solltet ihr nur folgende Sachen mitmachen, meine Freunde. Einfach nur diesen YouTube-Kanal kostenlos abonnieren, ganz wichtig die Glocke aktivieren, dann solltet ihr bitte dieses Video mindestens an 5 eurer Freunde teilen, also teilt dieses Video unbedingt an eure Freunde, ganz wichtig. Und das Allerwichtigste, meine Freunde, schaut euch dieses Video unbedingt bis zu Ende an. Ich habe nämlich in diesem Video einige Buchstaben versteckt. Diese Buchstaben ergeben dann ein Wort. Das heißt, ihr müsst euch bitte unbedingt dieses Video bis zu Ende anschauen, ohne irgendwas zu überspringen, ohne zu skippen. Und schreibt mir dann bitte die Buchstaben in die Kommentare rein, sozusagen. Schreibt mir dann bitte euren Instagram-Namen in die Kommentare und euren Epic Games-Namen in die Kommentare. Und ich werde mir dann sozusagen einen aussuchen, der mal auf einem Fortnite OG Account spielen wollt. Macht auf jeden Fall mit, ist auf jeden Fall eine mega geile Aktion. Ich habe letztens schon einen OG Skull Trooper Account an einen Abonnenten geliehen. Der hat sich auf jeden Fall mega gefreut, deswegen macht auf jeden Fall bei dieser Aktion mit. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Video und let's go. Nani lately, shkundi mu ish bom edhe dhe i treti sanet po ndrojnë të mu nuk mu koni njeti foj është jami ama jo bashiketi lejti shoqen që. Servus Leute, was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja meine Freunde, heute in diesem Video werde ich versuchen zurück in die Season 1 zu reisen, um mir den Recon Expert und auch andere OG Skins dort zu kaufen. Für den ersten Schritt werde ich euch jetzt einfach mal meinen Spin zeigen und werde euch zeigen, dass ich hier keinen Recon Expert und keinen Ghoul Trooper etc. auf diesem Account besitze. Das heißt, hier seht ihr, hier haben wir keinen Recon Expert, das ist Spezialistin. Wir haben hier natürlich Renegade Raider, Codename Elf, OG Skull Trooper und hier ein paar andere Skins, aber hier ist auf jeden Fall kein Recon Expert drauf, hier ist auch kein Ghoul Trooper drauf und genau diese Skins will ich mir hier auf diesem Account sozusagen kaufen und dazu werde ich jetzt zurück in die Season 1 reisen, meine Freunde. Bevor dieses Ganze natürlich möglich ist, werde ich euch jetzt erstmal zeigen, was ich damit erreichen will, meine Freunde. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal kurz ins Internet und zeige euch dann damit, was ich so im Endeffekt haben will. So meine Freunde, wir sind jetzt hier auf jeden Fall im Internet, also wir sind jetzt hier in Google und ich gehe jetzt hier erstmal Fortnite Season 1 Lobby. Ich will jetzt hier mal die Fortnite Season 1 Lobby sehen wieder nochmal und zwar hier, das hier, genau so will ich das im Endeffekt sehen, meine Freunde, genau mit der alten Fortnite Season 1 Musik, glaube ich, könnt ihr euch noch erinnern und natürlich genau mit diesen... wie heißt es, man? Mit diesem Aufbau, mit dieser Struktur will ich das Ganze haben. Hier haben wir auch den Itemshop. Im Itemshop werde ich euch auch gleich noch zeigen, was ich da sehen will. Und oh mein Gott, meine Freunde, wer von euch kann sich an diese Zeit erinnern? Das war noch die ganz erste Version von Fortnite. Ich habe zu dieser Zeit noch gar kein Fortnite gespielt, meine Freunde. Ihr seht, hier gibt es nicht mal einen Shop, meine Freunde. Hier gab es einfach nur diese, sagen wir jetzt mal, Season 1 No-Skins. Das waren die No-Skins in der Season 1, meine Freunde, ne? Guck mal, wir haben heute zum Beispiel diesen hier, haben wir gar nicht mehr. Diese hier haben wir, glaube ich, auch nur noch mit einem anderen Shirt und den haben wir auch in ganz andere Variante. Das heißt, früher gab es wirklich geile No-Skins vom Ding her. Wenn ihr hier erkennen könnt, das sieht fast aus gefühlt wie ein Recon Expert hier, nur mit einem orangen T-Shirt und ohne Hut. Aber wie gesagt, früher war das Ganze ein bisschen anders. So, wer von euch hat zu dieser Zeit schon gespielt, bitte mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich schaue mir hier mal Fortnite Season 1 Item Shop, meine Freunde. Ich will jetzt den Item Shop von der Fortnite Season 1 sehen. So, genau, da haben wir auf jeden Fall schon mal das, meine Freunde, war der Season Shop in der Season 1, ne? Im Season Shop konnte man sozusagen den Hängegleiter vom Aerial Soul Trooper sehen, den Aerial Soul Trooper, den Renegade Raider und die Renegade Raider Spitzhacke. Diese Sachen konnte man nur in der Season 1 freischalten, wenn man das gewisse Level sozusagen freigeschaltet hat. Ihr seht hier, der Typ ist hier
Level 32 und bei Level 35 kann man sich erst die Spitzhacke kaufen, deswegen konnte sich zu diesem Zeitpunkt diese Spitzhacke nicht kaufen. Und wie ihr sehen könnt, hier ist doch gar nichts gekauft, das heißt, es könnte natürlich sein, dass diese Person hier gar nichts von diesem Shop gekauft hat, obwohl sie dort gespielt hat. Genauso, jo. Wäre natürlich ziemlich belastend, sowas haben wir hier. Okay, das ist aber kein Fortnite Season 1 Shop, ich schau nochmal. Und hier haben wir natürlich den Item Shop, das war auch Item Shop dann in der Fortnite Season 1. Hier sehen wir 9 Tage Ghoul Trooper, Skull Trooper, Sansa und so weiter war da im Shop. Das war auch aus der Season 1. Und dieses Bild stammt auch aus der Season 1 hier mit dem Recon Expert sozusagen. Das wurde aber ein bisschen überarbeitet, sodass es nicht 1 zu 1 wie es beim Recon Expert ausgesehen hat. Hier gibt es auch einige Fakes und so weiter. Okay, das interessiert uns eher nicht. Wir gehen jetzt erstmal zu dem nächsten Schritt und zwar zu der Musik, meine Freunde. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier in YouTube, denn ich will natürlich auch diese Fortnite Season 1 Musik hören, meine Freunde. Ich habe hier etwas gefunden und meine Freunde, das ist wirklich nur Gänsehaut pur und das will ich auch dann im Endeffekt erreichen, meine Freunde. Hört euch das bitte an. Oh mein Gott, Jungs, oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge! Jungs, wer kann sich an diese Musik erinnern? What the fuck? Epic Games! Epic Games, gönn uns doch, Mann! So, okay. Natürlich, diese Musik will ich haben. Ich will diese Lobby haben und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal zu den ersten Einstellungen, um zu versuchen, dass ich in die Fortnite Season 1 zurückkehren kann, meine Freunde. So, meine Freunde, ich gehe jetzt erstmal zu dem ersten Test. Dafür muss ich jetzt erstmal mein Fortnite schließen und etwas an meinem PC umstellen. Und zwar werde ich jetzt die Zeit umstellen und natürlich das komplette Datum auf den Tag, wo der Recon Expert das allererste Mal im Item Shop war. Und zwar den 30. Oktober 2017. Das ist jetzt schon fast 2 Jahre her, wo der im Shop war, meine Freunde. Denn am 30. Oktober 2017 sozusagen war der Recon Expert das allererste Mal im Shop. Und glaube sogar, dass der Ghoul Trooper da auch in dieser Zeit mal im Shop war, weil war natürlich Oktober, Halloween-Zeit. Und ja, deswegen, ich werde jetzt erstmal mein Fortnite schließen, werde jetzt die Zeit umstellen. Und an die Leute, die jetzt sagen, yo, Junior, die Zeit, das Datum und so weiter, hat gar nichts mit Fortnite zu tun. Das liegt ja an deinem Update und so weiter. Ja, da habt ihr recht, meine Freunde. Aber könnt ihr euch zurückerinnern an das Frozen Legends Paket? Beim Frozen Legends Paket war es so, wenn du die Zeit an deinem PC umgestellt hast, sozusagen, beziehungsweise vorgestellt hast, konntest du die schon früher das Frozen Legends Paket kaufen. Deswegen wäre es rein theoretisch möglich, dass man sich auch irgendwie zurücksetzen kann in die Fortnite Season 1 und ich werde das Ganze jetzt mit diesem Trick versuchen. Wir schauen mal, ob es klappt, meine Freunde. Ich bin jetzt hier in meinen Datum- und Uhrzeiteinstellungen. Ich ändere jetzt erstmal hier das Datum auf den 30. Oktober 2017. Uhrzeit ist jetzt erstmal egal, das lasse ich jetzt erstmal so, dann mache ich das hier. Und hier 30.10.2017 seht ihr hier rechts unten. Und jetzt ist mein PC auf dieses Datum eingestellt, meine Freunde. Oh mein Gott, Montag, 30. Oktober 2017. Okay, das ist ehrlich krass, meine Freunde. By the way, heute ist Donnerstag, okay. Also es hat den Tag auch schon eingestellt und ich werde jetzt auf jeden Fall in mein Fortnite reingehen. Und ich bin schon mal gespannt, ob wir jetzt zurück in der Season 1. Das wäre einfach so krass, meine Freunde. Ich werde jetzt erstmal mein Fortnite starten und dann schauen wir, wie weit wir gekommen sind. So, meine Freunde, ich bin jetzt hier in Fortnite drin und ich muss sagen, das Ganze sieht mir auf jeden Fall schon mal nicht aus nach Fortnite Season 1. Ai, meine Freunde, okay. Das Ganze sieht jetzt eher nicht aus nach Fortnite Season 1. Ah, okay, hat jetzt leider nicht geklappt mit der Uhrzeit, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe auch jetzt eine lange Zeit gebraucht. Warte, Musik ist viel zu laut, meine Freunde. Ich habe jetzt auch wirklich eine lange Zeit gebraucht, um überhaupt mein Game zu starten, meine Freunde. Das hat irgendwie nicht geklappt, so dass ich mein Game starten konnte mit einer anderen Uhrzeit. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ob bei euch diese Probleme auch sind. Auf jeden Fall habe ich jetzt meinen PC dreimal neu gestartet, um jetzt endlich das Game zu starten mit der neuen Uhrzeit. Und jetzt hat es leider nicht geklappt. Jetzt sind wir immer noch hier in der Fortnite Season 9. Es ist immer noch der Item Shop, der normal ist. Und ich werde auf jeden Fall jetzt etwas anderes versuchen, meine Freunde. Ich will das einfach hinbekommen, dass ich zurück in die Season 1 komme, meine Freunde. Ich will es einfach hinbekommen. Mit diesem Weg hat es leider nicht geklappt. Hätte er funktionieren können, wäre einer der simpelsten und einfachsten Wege natürlich gewesen. Aber wie gesagt, hat es leider nicht geklappt, meine Freunde. So, meine
Freunde, ich bin jetzt hier in den Fortnite Game Files und ich werde hier jetzt einige Änderungen vornehmen und danach wird es mir möglich sein, in die Fortnite Season 1 Lobby zurückzukehren. Und ich bin jetzt schon mal gespannt, ob das Ganze geklappt hat. Ich habe jetzt hier schon einige Sachen umgeändert. Ich habe hier einige Videos geschaut, habe schon einige Sachen umgeändert und jetzt schauen wir auf jeden Fall in Fortnite rein und schauen, ob das Ganze klappen kann. So meine Freunde, ich bin jetzt hier im Loading Screen. Ich habe jetzt einiges an den Daten umgestellt. So, hier nochmal draufklicken. Okay. Oh mein Gott, es hat geklappt. Ich bin in der Fortnite Season 1. Oh mein Gott, es hat geklappt, meine Freunde. What the fuck, ich habe einen Recon Expert in der Fortnite Season 1. Ich werde euch gleich den Trick zeigen, Jungs. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch versuchen, ein Match zu starten. Solo klappt nicht. Okay, dann gehe ich hier erstmal zu Duo. Duo, komm, klappt auch nicht. Schade. Squads. Okay, ich sehe, das klappt eigentlich. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier leider schon am Ende des Videos angekommen. Ich muss euch jetzt auf jeden Fall noch sagen, ich habe natürlich nichts an den Datenfiles etc. umgestellt. Das Ganze ist natürlich ein Season 1 Gameplay, beziehungsweise von einem anderen YouTuber, der die Datenfiles sozusagen geändert hat. Also, es ist wirklich möglich, meine Freunde, in die Season 1 zurückzukehren. Aber, ihr seid dann sozusagen in der alten Lobby, ihr könnt dann kein Spiel starten und es gibt keinen Itemshop oder was auch immer. Also, ihr seht nur die Season 1 Lobby, ihr hört die Season 1 Musik, aber mehr ist dann wirklich auch nicht möglich. Ich bin euch jetzt ehrlich, ich will das Ganze jetzt bei meinem PC bzw. bei meinen Daten nicht umstellen, weil ich bin jetzt keine Person, die sich mit sowas wirklich viel befasst, die sich wirklich auskennt mit sowas und im Endeffekt denkt man nach, ich hätte meine Daten umgestellt, ich bin so in Season 1 Lobby und ich könnte nie wieder ein Spiel starten, weil ich zu dumm bin, das irgendwie zurückzustellen oder was auch immer. So, ich glaube, ihr könnt mich verstehen. Schreibt mir mal bitte trotzdem in die Kommentare, wie hat euch dieses Video gefallen? Ich habe mir ehrlich viel Mühe dafür gegeben, also bei dem Video. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, wie habt ihr das ganze Video gefunden? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Und ciao.